der Wagen wurde einfach konfisziert. Die haben den Wagen aus der Garage geholt. Und wer ist die? Also die Vertreter vom OB. Also der OB Kapfel hat die geschickt. Wann war das etwa? Kurz nach dem Umsturz, also im Sommer 1945, hat der OB ja für seine neue Stellung einen schönen Wagen gebraucht. Und es war ein besonders schönes Auto. Krieg und dann, der ist also nicht gefahren worden, der war noch nagelneu und dann hat er eine Garage gemietet, da oben, wo jetzt Rieber ist, in der Nähe, und da sind links und rechts von der Garage sind Brandbomben gefallen und auf die Garage nicht, also der Wagen hat den Krieg überstanden und dann ist er so abgeholt worden und also wie das eben damals zu der Zeit war. Der OB wusste, dass ihr dieses Auto habt? Ja, er wusste, dass das Auto da war und er hat das Auto gebraucht und hat es eben so auf diese Weise beschlagnahmt. Das war ja damals üblich, gell? Da hat man sich nicht gegen wehren können. Und dein Vater und der OB, der Herr Kampfel, waren die befreundet oder? Befreundet nicht, eben Sportskameraden. Weil mein Vater war im Turnverein TSV und der OB ja auch. Nahezu Nachbarn, also du, alles. Und wie lange war dann der Wagen im Gemeindebesitz? Ein paar Jahre. Ich weiß nicht ganz genau. Also, wie wir geheiratet haben, 1950, war das unser Hochzeitsauto. Wie ist der Wagen wieder zurückgekommen? Also mein Vater hat dann den Rechtsanwalt genommen, Rechtsanwalt Straub. Und der hat das in die Hand genommen und hat eine Gerichtsverhandlung gegeben. Also erst hin und her schreiben und er war natürlich nichts und er ist zur Verhandlung gekommen. Und dann ist der Wagen im Opa zugesprochen worden und der OB hat da drinnen geschrien und so, das ist nicht recht und so. Und Alfred, mit dir bin ich fertig. Das war der Schlusspunkt. Haben die nie wieder miteinander gesprochen? Über viele Jahre nicht. Und da war mal eine Sportveranstaltung und da war der OB auch dabei und mein Vater auch. Und die sind da geehrt worden und dann ist der OB in der Runde rum und hat alle die Hand gegeben und mein Vater noch schließlich auch. Aber die sind nie mehr zusammengekommen.